Wie ist die Lage zu Wochenbeginn? Das ist die Frage, der wir uns heute widmen, gleich am Montagmorgen zum Ausblick auf die Märkte, zu dem ich Sie ganz herzlich begrüße, meine Damen und Herren. Klar, das Coronavirus ist das Thema, respektive die Auswirkungen in China, möglicherweise eben jenseits von China auch auf Lieferketten, auf Produktion, auf die Weltwirtschaft, nachdem wir ja gesehen haben, dass zuletzt vor allem Deutschland wieder einknickt in Sachen Industrie. Die Befürchtungen sind da, dass die deutsche Wirtschaft dann doch in eine Rezession kippt, weil einfach die Industrie nicht aus dem Quark kommt. Wir hatten katastrophale Industrieproduktion aus Deutschland, Aufträge der deutschen Industrie sehr, sehr schwach. Also da ist so ein bisschen Besorgnis. Und jetzt kommt in diese kritische Lage, in der vor allem auch der deutsche Maschinenbau steckt, eben diese China-Geschichte, dieser Ausfall, dieser Stillstand Chinas. Und die Frage ist, kann man das verkraften? Wer verkraftet was, wie gut? Und das wollen wir uns teilweise anschauen. Kommen wir zunächst mal zur Faktenlage. Was ist hier der Fall? Peking ist jetzt teilweise unter Quarantäne. Das Wort Quarantäne kommt übrigens aus dem Italienischen. Da steckt das italienische Wort Quaranta 40 drin. Warum? Weil damals die Seemacht Venedig bei Schiffen, die vor dem Hafen lagen oder die anlaufen wollten und wo eine Seuche ausgebrochen war, 40 Tage mussten die Seeleute da an Bord bleiben, bevor sie dann an Land in Venedig gehen konnten. Daher Quarantäne, das italienische Wort Quaranta für 40. Wir sehen also hier, dass auch Peking jetzt teilweise Lockdown, wie man im Englischen sagt, teilweise also unter Quarantäne ist. Wir haben insgesamt jetzt 902 Tote, damit schon fast 100 mehr als damals bei der SARS-Seuche. Die globalen Fälle liegen bei 40.171 laut der chinesischen Medien in China und 40.553 weltweit. Das ist in etwa der Stand der Dinge. Und die Aktienmärkte in Asien sind zunächst mal nach unten gegangen. Dann kam aber die Meldung, dass Chinas Regierung Foxconn erlaubt, die Produktion wieder aufzunehmen, also jener Firma, die für Apple ja so zentral wichtig ist, und die Futures sind nach oben gegangen, die US-Futures, die Aktienmärkte in China auch. Die Frage ist, was kommt jetzt, wie geht es weiter? Wir haben zunächst mal die Warnung hier von JP Morgan, die gesagt haben, also diese Folgewirkungen auf die globalen Lieferketten werden ganz, ganz erheblich sein. Und man hat jetzt seine Wachstumserwartung halbiert für die Weltwirtschaft in 2020. Heute die Meldung, Kia Motors, dieser südkoreanische Autohersteller, wird alle seine Werke in Südkorea erstmal schließen, weil man praktisch keine Teile mehr hat. Auch Mitsubishi wird in China die Produktion weiter einstellen. Japanischer Autokonzern bekanntermaßen, sodass wir jetzt vor der Situation stehen, dass einmal mehr die Notenbanken agieren, und das dürfte auch ein Grund sein, warum die Aktienmärkte und damit die US-Futures in Asien sich erholen. Die People's Bank of China will vor allem Firmen, die für die Produktion wichtig sind, auch zur Bekämpfung des Coronavirus, Atemschutzmasken etc., verbilligte Kredite geben. Man pumpt also weiter hier deutlich in die Märkte hinein, versucht zu sagen, Leute, alles ist gut, es wird so schlimm nicht kommen. Hier sehen wir übrigens unten die Fed-Bilanz, die derzeit so ein bisschen stagniert nach dem steilen Anstieg. Das könnte darauf hindeuten, dass auch die Aktienmärkte jetzt tendenziell eher stagnieren, nicht wirklich runterkommen, erstmal solange man glaubt, dass diese Coronavirus-Geschichte bald vorbeigeht. Die Frage ist, wird das so bald vorbeigehen? Da habe ich meine Zweifel. Das dürfte noch viele Wochen, wenn nicht gar Monate andauern, dass hier die Schwierigkeiten sind. Und die Frage ist auch, wenn Peking Foxconn erlaubt, die Produktion wieder aufzunehmen, ist das unverantwortlich? Kann man da überhaupt ausschließen, dass da erhebliche Risiken sind? Es geht um die Firma in Zhengzhou. In Shenzhen wird noch nicht gearbeitet. Da ist man noch in Verhandlungen zwischen Foxconn und der chinesischen Regierung. Schauen wir uns noch vielleicht die Warnung an, die hier der Generalsekretär der WHO emittiert hatte, gewissermaßen jetzt am Wochenende. Er hat gesagt, möglicherweise sehen wir nur die Spitze des Eisbergs, weil einfach hier diese Infizierungen von Personen, die keine Reisegeschichte mit China haben, doch deutlich zunehmen. Was könnte das für manche Sektoren bedeuten? Hier zum Beispiel, nee, das wollte ich zunächst mal nicht zeigen, sondern jenes wollte ich zeigen. Für welche Sektoren sind denn da besonders empfindlich in Sachen China-Exposure? Und es ist vor allem Information Technology, also Informationstechnologie, vor allem jenseits der USA, aber auch in den USA. Da hat man am meisten mit China zu tun, Absatz oder auch Lieferungen, die man von dort erhält,
Dann haben wir auch sehr stark zum Beispiel Utilities, also Versorger, amerikanische Versorger sind da sehr stark engagiert, Healthcare, Financials, also da ist durchaus eine gewisse Exposure, wie man im Englischen sagt, zu China, wie gesagt, der größte Anteil global gesehen, Information Technology, für die steht also am meisten auf dem Spiel, also für jenen Sektor, der zuletzt auch am allerbesten gelaufen war. Schauen wir uns mal an, was hier möglicherweise kommen wird. Die Deutsche Bank, die sagt, wir haben für das erste Quartal für China 6,1% Erwartung, Wachstumserwartung gehabt, nehmen wir jetzt runter auf 4,6%. Da wird dann auch abgestuft, etwa Deutschland von 0,0 im ersten Quartal auf minus 0,2, Japan von 0,0 auf minus 0,4. Japan dürfte noch deutlicher betroffen sein, Südkorea, solche Länder, das sind die, die wirklich hier deutlicher leiden, und für das Gesamtjahr dürfte das auch durchaus Einfluss haben. Wie gesagt, die Aktienmärkte sagen sich, hey, wir haben die Fed, wir haben jetzt die People's Bank of China, wir sind ja scheinbar immun. Das ist eben jetzt die Gretchenfrage, wie immun man ist angesichts der Nachrichtenlage oder wie unimmun. Schauen wir uns mal an, was hier mit den Aktienmärkten passiert ist. Hier sehen wir den Nasdaq 100 auf Future-Basis. Da sehen wir, dass es da heute Nacht ziemlich saftig erstmal nach unten ging. Da waren wir 100 Punkte im Nasdaq 100 tiefer als aktuell. Aktuell 9.417 und die Charts von Capital.com. Wir sehen den S&P 500. Nee, das ist der Dow Jones bei 29.100 Punkten, S&P 500, der hangelt sich hier bei 3.330 Punkten. Was wird der DAX aus der ganzen Geschichte machen? Der hält sich jetzt recht ordentlich bei 13.500 Punkten, das kann eigentlich nicht sein, doch 13.500 kann sein. Wir sehen, dass wir hier dann am Freitag nochmal nach oben gegangen sind. Die US-Märkte am Freitag ja doch deutlicher unter Druck. Nur der Nasdaq so minus 0,6, minus 0,7. Der Russell 2000 aber deutlich über 1,5% im Minus, soweit ich das erinnere. Also da war schon Druck am Freitag drauf. Wir sehen Euro-Dollar nach wie vor ein bisschen depressed. 1,0955 Dollarstärke auf breiter Front. Zinssenkungswahrscheinlichkeiten sind gesunken, weil die Daten zuletzt recht ordentlich waren. Aus den USA am Freitag ja die Arbeitsmarktdaten auch wieder gut, aber die Revision von über 500.000 Stellen, die dann gleich mitveröffentlicht wurde, die macht eigentlich all das wieder zunichte. Wir sehen, Gold hält sich gut, 1570, und das amerikanische Crude Oil, das hält sich weniger gut bei $50.54. Also das ist die Lage. Wir haben nach wie vor eigentlich die Situation, dass jeden Tag in China um und bei 3.000 neue Infizierungen der Fall sind. Das klingt so ein bisschen wie diese BIP. Zahlen aus China irgendwie so gemanagt. Normalerweise könnte man erwarten, na, an einem Tag sind es 5.000, am nächsten Tag sind es vielleicht nur 2.500 oder sowas, aber nein, es sind immer so um die 3.000. Die Todesfälle gehen deutlich nach oben. Hier sehen wir doch einen stärkeren Anstieg der Fälle. Es konzentriert sich weitgehend noch auf Hebei, auf diese Provinz, in der Wuhan ja liegt, aber die Frage ist, wie weit wird die ganze Geschichte sich jetzt fortsetzen? Schauen wir mal, morgen wird Jerome Powell von dem US-Senat aussagen. Das wird dann das erste Mal wieder jenseits des Coronavirus ein Fokus für die Märkte sein. Jetzt wünsche ich erstmal einen guten Start in diesen Montag und sage Servus und Ciao.